manchmal trauen wir uns einfach nicht. Die Frau ist am Arbeitsplatz, sie ist so schön, vielleicht ist sie ja schüchtern, vielleicht ist sie jemand, der eigentlich sehr gerne mit dir zusammen wäre, aber du wirst es so nicht herausfinden, denn du traust dich ebenfalls nicht, sie anzusprechen. Du traust dich nicht, das Ganze auf die nächste Ebene zu senden, in die Sexualität oder dass sie mit dir doch vielleicht auf ein Date gehen könnte und das macht dich fuchsig. Wie gehst du also mit schüchternen Frauen um, falls sie sich nicht trauen? Und wie gehst du damit um, wenn du selber schüchtern bist? Das und mit der Extremform dieser Frage, was ist, wenn du so schüchtern bist und du so sehr Angst hast, weil du noch nie in deinem Leben Sex hattest? Wie gehst du damit um? Das werden wir heute behandeln. Heute bekommst du in diesem Video diese zwei eingesendeten Fragen von uns beantwortet, den Leitfaden dazu. Wenn du selber deine Frage einsenden möchtest, dann geh hier auf auf Andy-Friday auf unserem Instagram-Kanal und sende deine Frage als Sprachnachricht. Maximal 60 Sekunden, eine Sprachnachricht pro Frage. Wir werden das komplett anonym behandeln. Wir werden nicht deinen Namen oder deinen Handle veröffentlichen. Wir werden allerdings dann deine Frage hier uns anhören und werden dir deine Frage dann ebenfalls auch beantworten. Oder du sendest sie hier ins Kommentarfeld, schreibst uns einfach deine Frage. Das wird dann natürlich ein bisschen kürzer. Also halte dich an einen menschlichen Rahmen. Wenn du länger reden möchtest, dann bitte als Sprachnachricht. Alright, ich freue mich drauf. Makako wieder dabei. Unser ehemaliger Teilnehmer vor 2 Jahren und jetzt selber Coach für Anziehung und Flirten bei uns im Programm in der Flirt Masterclass. Wir legen los mit den ersten beiden Fragen. Ich habe auch direkt die erste Frage, die wir als Kommentar beim letzten YouTube-Video hatten. Yes. Und die ist von Mr. Year 1000. So, hey Andy, könnt ihr mal über schüchterne Frauen schwadronieren? Fände ich mega interessant, vor allem, weil es dazu kaum etwas hier gibt bei YouTube. Liebe Grüße. Mr. Year 1000, schüchterne Frauen sind als allererstes gar nicht so viel anders als du selber. Und das ist ein Riesenvorteil, denn wenn du ein Mann bist, der gar nicht darauf die Lust hat, so laut und arrogant und großkotzig irgendwie ins Büro zu kommen, um dich dann vor allem zu profilieren und so zu tun, als wärst du der Größte und der Stärkste, oder dich eben wie so ein Alpha oder Arsch oder irgendjemand anderes aufzuführen, dann weißt du, wie es ihr geht, wenn sie so jemanden sieht. Glaub nicht den ganzen Schwätzern im Internet, die sagen, Frauen wollen nur so einen Alpha. Frauen wollen jemanden, der extrovertiert ist, der dominant ist, der sich einfach nimmt, was er will und so weiter. Wenn du das abstoßend findest, dann kannst du dir sicher sein, die Frauen, auf die du stehst, finden das ebenfalls abstoßend. Okay? Sie wartet auf dich. Das ist zunächst mal jetzt einfach die erste Wahrheit, die du wissen musst. Sie wartet auf dich. Sie wartet darauf, dass du einen Impuls setzt. Okay? Schüchterne Frauen, genauso wie nicht schüchterne Frauen, können so unterschiedlich sein wie die Blumen auf der Erde. Aber was sie alle vereint, ist, dass sie genauso wie du gewisse Ängste haben und aus diesen Ängsten heraus sich nicht trauen, vorwärts zu gehen, sich nicht trauen, Impulse zu setzen. Und da bist du gefragt, mein Lieber. Ja? Völlig egal, ob sie schüchtern ist oder nicht. Wenn du sie magst, wenn du sie süß findest, wenn du denkst, boah, das ist eine Frau, die ist einfach anders als die anderen, sie ist intelligent, sie ist smart, sie ist witzig, sie ist süß, sie ist adrett, sie ist stilvoll, ja, dann kannst du sie auf all diese Sachen hin ansprechen. Ihr habt gemeinsame Themen, bin ich hundertprozentig sicher. Ja, sei es Manga, sei es Brettspiele. Es ist okay. Ich habe das auch schon öfters gesagt. Ich rede sehr gerne über Astronomie. Ich habe ein Teleskop zu Hause und darüber rede ich mit Frauen. Ja? Oder ich rede über ihre Tanzkarriere, weil viele Frauen, auf die ich stehe, waren früher Tänzerinnen oder sind immer noch Tänzer. So, du kannst über viele Sachen mit ihr reden, aber was zählt ist, dass du den ersten Impuls setzt. So, reden wir über diesen Impuls. Der Impuls bedeutet nicht, dass du nach vorne preschst und jetzt alles richtig machen musst. Schmeiß diesen Gedanken aus dem Kopf. Ein Impuls ist wie beim Tanz lediglich ein kleiner Stupser, der sie und dich in die richtige Richtung bewegt. Das ist nicht, dass du sie nimmst und nach rechts packst und dann genau das machst, was du im Kopf geplant hast und eine riesig lange Strategie ausübst. Nein, es ist nur ein kleiner Impuls. Und dieser Impuls ist, das ist das Schöne, denn da kannst du dich von dem lauten, arroganten Arsch- oder Alpha-Typen sofort unterscheiden, ist, dass du dich traust, nur 5 Sekunden länger mutig zu sein als die anderen. Wenn andere sich nicht trauen, dann kannst du dich trauen, 5 Sekunden länger mutig zu sein. Und das sind Situationen, die kannst du heute schon beginnen. Wenn du morgen zur Arbeit gehst oder in die Uni oder du bist dann einfach unter Freunden, weil es Wochenende ist, ja, weil das Video kommt ja Freitag raus, dann trau dich doch mal in einer dieser Situationen einfach nur mal 5 Sekunden etwas, was du dich sonst nicht trauen würdest. Etwas zu sagen, etwas zu fragen, etwas zu machen, etwas, wo es ein bisschen kribbelt, und übe dich darin, diese 5 Sekunden Mut aufzubringen. Denn manchmal ist es nicht mehr als das. Aufzukreuzen
und einfach nur das Zauberwort zu sagen, das wir beide so lieben, wenn wir eine hübsche Frau sehen, nämlich Hallo. Das ist alles. Damit eröffnest du eine Geschichte, die du mit ihr gemeinsam schreiben kannst. Und vergiss nicht, ihr schreibt diese Geschichten immer gemeinsam. Du bist nicht alleine, es ist nicht alles auf dich gelegt. Die gesamte Verantwortung der Welt lastet nicht auf deinen Schultern. Sondern auf sein. Sie möchte mit dir zusammen sein. Ja, natürlich ist das eine Frage, wenn du sagst, ja, aber woher weiß ich denn, ob sie mit mir zusammen sein möchte? Das ist eine Frage der Signale, um dann wirklich auch sexuelle Signale oder Signale des Interesses zu erkennen. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte, denn so wie jeder Mensch einfach seinen eigenen Flirt-Typ hat, so hat auch jeder individuelle Mensch die Frauen, auf die er steht, die zeigen dann eben auch ihre individuellen Signale. Deswegen, wenn du wissen möchtest, wie du in deinem privaten Umfeld ganz genau, konkret jetzt vorgehen sollst und da einfach einen Leitfaden möchtest und du dich nicht wirklich traust und du weißt nicht, wie du nach vorne gehen sollst, wie du dich endlich trauen sollst, dann geben wir dir sehr gerne diesen Leitfaden in die Hand. Aber das ist eine sehr persönliche Sache. Das wird auch nicht kurz sein, sondern da gehen wir wirklich 45 Minuten lang in die Tiefe. Das ist die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Klick hier oben, trag dich ein, such dir dann einfach Tag und Uhrzeit aus, wo wir dann miteinander sprechen, in diesem kostenlosen Gespräch. Das heißt, wir müssen erstmal prüfen, ob du denn überhaupt zu uns, zu unseren Teilnehmern, zu unserer Philosophie passt und ob wir dir überhaupt diese Geheimwaffen, dieses Wissen, dieses unglaublich starke Zeugs, diese Magie, mit der du dann Frauen verrückt nach dir machen kannst, aber mit denen du dann auch Frauen an dich binden könntest. Ja, das heißt, sie kann dann auch mit dir zusammen sein. Sie möchte dann auch mit dir zusammen sein. Und das geben wir nicht einfach so irgendjemandem heraus, der es dann für unlautere Dinge verwendet. Deswegen, das ist ein ganz persönliches Gespräch. Komm, die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Hier ist nochmal der Link. Ich freue mich auf dich und hab den Mut, 5 Sekunden länger am Tag, wenn du die Frau siehst, die dir gefällt oder du das Gespräch einfach mal auf die nächste Ebene lenken möchtest. Sehr richtig. Das heißt, die 2 einzigen Wahrheiten für heute, bist du schüchtern und magst Frauen, dann ist es gut so und du darfst. Ist es egal, ob eine Frau schüchtern ist oder selbstbewusst? Für dich ja. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wenn dir dieses Video gefällt oder du hier irgendwie ein paar Tipps rausziehen konntest, die für dich relevant sind, wo du das Gefühl hast, ja Mann, mir geht das genau so, dann würdest du mir einen Riesengefallen tun und uns beiden auch einen Riesengefallen tun, wenn du diesem Video einfach ein Like gibst. Denn es wäre der absolute Hammer, wenn wir im Laufe des Jahres auf dieses Video etwa 300 Likes bekommen würden. Das wäre für mich ein super, super schönes Geschenk. Kommen wir zur zweiten Frage. So, die zweite Frage kommt von Chrysopsful. Endlich. Hallo mein Lieber. Schon lange in den Kommentaren gesehen, den Chris, nehme ich an. Ja. Sehr gut. Deine Frage ist, wie ist es denn, wenn man noch Jungfrau ist? Ich habe da immer eine Blockade im Kopf und weiß nicht, wie ich das sagen soll. Beziehungsweise, wie ist es generell, wenn man mit Frauen über Sex spricht? Und wie ist man sexuelle Anzügliche doppeldeutig, ohne dass es Frauen unangenehm ist? Schöne Frage. Okay. Zunächst mal, bitte mach dir nicht so viel Druck. Ja, wir haben bei uns im Coaching haben wir Männer gehabt, die waren noch in ihren 40ern und waren noch Jungfrau. Attila ist diese große Geschichte, der war mit 42, kam der ins Programm und innerhalb von ein paar Wochen war noch komplett Jungfrau, hatte keine Ahnung und nach ein paar Wochen hat er sein erstes Mal erlebt, ja, hat davon ganz happy berichtet. Und das ist keine Einzelheit. Wir haben jetzt wieder jemanden im Programm, der ist gerade reingekommen, gerade diese Woche, der ist auch in seinen 40ern, ebenfalls noch Jungfrau. Seine Story wird noch geschrieben, deswegen kann ich dir noch nicht erzählen, dass er nicht mehr Jungfrau ist, weil er gerade erst begonnen hat. Aber es ist ganz normal, wir haben immer wieder diese Fälle, immer wieder von Männern, die einfach keine Ahnung haben, wie sie das Ganze sexualisieren sollen, weil sie so viel Druck verspüren, weil da einfach so viele Jahre der Erwartungen und nicht erfüllten Wünsche im Kopf rumschweben, dass sie sich einfach komplett blockieren jedes Mal, wenn sie mit Frauen sprechen. Ich weiß das ebenfalls bei mir. Ich weiß es bei vielen Teilnehmern, dass diese Blockaden allerdings keine Frage von deiner Jungfräulichkeit sind. Denn diese Blockaden, die hat jeder völlig egal, an welchem Stand er gerade ist mit seiner sexuellen Reife, nennen wir es mal. Ja? Ich habe Männer im Coaching und ich habe auch Frauen kennengelernt, die schon einige Sachen erlebt haben, die vielleicht auch schon 40, 50 Partner hatten, aber sich immer noch nicht trauen, in Gesprächen Dirty Talk zu machen, also das Gespräch einfach ein bisschen schmutziger zu gestalten. Es ist was ganz anderes, ob du Erfahrung damit hast, mit einer Partnerin im Schlafzimmer dann sexuell zu sein oder ob du dann auch fähig bist zu flirten und Sexualität als normalen Bestandteil deiner Persönlichkeit auch auszustrahlen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Die Frage ist also nicht, wie du jetzt sofort von vorne von 0 auf 100 preschst und dann dir diesen Druck überhaupt machen brauchst, sondern die Frage ist, wie kannst du ganz entspannt ist hier das Stichwort, das Thema flirtig gestalten. Ja? Aus diesem Grund haben wir auch die Flirt-Masterclass gemacht, weil Flirten ist das, was euch beiden diese Leichtigkeit gibt. Ja?
Ich gebe dir dazu einen Tipp, das ist die 3-2-1-Methode. Das Video siehst du hier, da habe ich das Video schon abgedreht, das ist ganz kompakt. Schau es dir aber erst danach an, denn wir müssen eigentlich über etwas ganz anderes sprechen. Die Frage nach der Doppeldeutigkeit, das ist in der Tat eine Typfrage, weil jeder Mensch flirtet nun mal auf eine ganz andere Art. Und ich möchte dir jetzt nicht irgendwelche Sprüche an die Hand geben, die sich dann ganz schmierig anhören für dich oder für sie, sondern wir wollen ja, dass du authentisch rüberkommst. Deswegen haben wir auch die Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo wir deinen eigenen Flirttyp analysieren und du dann eben anhand von deiner eigenen Persönlichkeit dann auch weißt, wie du mit Frauen flirten kannst. Also Flirttyp- und Charisma-Analyse hier oben hinklicken für deine ganz persönlichen Flirt-Tipps. Ja? Aber das wirklich Wichtige hierbei ist der Druck. Denn wir müssen darüber sprechen, mit welchem Druck du eigentlich an diese ganze Sache herangehst. Makako, du hattest ja vor ein paar Jahren ebenfalls im Arbeitsplatz genau diese Situation. Makako war ja vor 2 Jahren noch bei uns im Programm, hat er angefangen als Teilnehmer. Und jetzt coacht er genau das Flirten. So, wenn es jemand erzählen kann, dann jemand, bei dem es noch ganz frisch war, wie die Reise verlaufen ist. Makako, dieser Druck, den du da verspürt hast, was ist denn da der wichtigste Mindset-Shift, den man hinlegen darf, um sich nicht mehr diesen Druck zu machen, wenn es um Sex oder das erste Mal geht? Der größte Shift bei mir war, mir jeden Tag sagen zu dürfen, dass es keine Thematik gibt, die ein heiliger Gral ist. Jeder von uns hat geheime Wünsche, vielleicht sogar offene Wünsche, die er noch nicht erreicht hat. Wie für manche Leute, ich meine, was ist aktuell bei uns, bei den Teilnehmern, so eins der heiligen Grade, die sie erreichen möchte? Ein Dreier vielleicht, rein theoretisch. Das haben nicht viele erreicht. Ja, haben schon einige. Ne? Ja. Ende letzten Jahres haben sie 3 Teilnehmer bei uns im Coaching. Keine Namen. Erlebt. Keine Namen, Andy. Nein, keine Namen. So, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du noch Jungfrau bist, was vollkommen okay ist, da musst du keine großen Themen in Richtung Sex suchen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Du kannst sexualisieren, indem du kleinere Themen benutzt, wie Händchen halten, küssen, vielleicht das Thema Zungenkuss, der französische Kuss, erstmal als ersten Schritt. Weil ich habe gemerkt für mich, je größer das Thema es ist und der Druck und die Angst da ist, desto schwieriger ist es mir gefallen, über dieses Thema zu reden. Ich wurde nervös, natürlich, ich habe geschwitzt, ich habe gestammelt und gestottert und natürlich kam das dann unnatürlich rüber, weswegen sich die Frauen auch unwohl gefühlt haben. Und es lag dann zu 100% an mir, dass die Frauen sich bei dieser Thematik nicht wohl gefühlt haben. Nicht, weil sie Angst vor dem Thema Sex hatten oder es als unangebracht empfunden haben, sondern weil ich mich mit diesem Thema selber unangenehm empfunden habe. Und deswegen habe ich mir damals kleinere Schritte genommen und über das Thema Zungenküsse gesprochen oder Berührung beim ersten Date, verallgemeinert, was hältst du denn überhaupt davon, wenn andere Leute beim Date direkt schon sich an Knien anfassen, wäre das für dich okay? Ich habe mit kleinen Schritten angefangen, das Thema Sex zu sexualisieren. Da haben wir auch wieder die 3-2-1-Methode. Ja? Also, die Frage, hey, wie ist es denn bei dir beim ersten Date? Wie gefällt dir das? Ich weiß nicht, wann dein letztes Date war, aber viele Menschen, mit denen ich so spreche oder auch viele Frauen, die ich treffe, die haben ganz unterschiedliche Ideen beim ersten Date. So Kuss beim ersten Date, ja oder nein? Wie sieht es bei dir aus? Jetzt redet ihr über einen kleinen Schritt in diesem Prozess der Sexualität, aber eben ganz sachte, ganz ungefährlich. Du brauchst überhaupt keine Sorgen zu machen, dass das irgendwie nach hinten losgehen könnte, weil du hast da nicht gesagt, dass du irgendwie mit ihr jetzt auf ein Date gehen möchtest. Was nicht bedeutet, dass du das nicht aber auch darfst. Ja? Das ist dieser Prozess dann auch in der Verführung, dass du das Ganze dann immer persönlicher gestaltest. Natürlich, ich weiß, das würde dann vielleicht für dich jetzt gerade noch mehr Druck erzeugen. Und deswegen ist das genauso, wie du gesagt hast, dass man nicht von Sex sofort anfängt, sondern dass es dann runtergebrochen wird auf Händchen halten oder der erste Kuss. Wie essen wir einen Elefanten? Bissen für Bissen. Im Grunde genommen ist es das. Wenn du einen riesen Berg erklimmen möchtest, dann kannst du anfangen, indem du einfach den ersten Schritt machst, ja, den ersten Impuls setzt. Genauso wie vorhin, Mr. 1000, setz den ersten Impuls und sei 5 Sekunden länger mutig als die anderen. Ja. So, mein Lieber, es ist ein wunderschöner Tag. Geh nach draußen, genieß ihn. Wenn es regnet, dann ist es trotzdem ein wunderschöner Tag. Ja. Du kannst auch einen regnerischen Tag genießen. Nutze das Leben, das dir geschenkt wurde. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dass du das Leben gar nicht erst nutzt und dass du sagst,
ich werde nicht vom Fleck kommen, weil ich Angst habe. Ich werde nicht vom Fleck kommen, weil ich erst die richtige Strategie brauche, weil ich erst hundertprozentig wissen muss, wie das in Theorie funktioniert. Das wirst du niemals wissen. Never ever. Es gibt Impulse, es gibt Leitfäden, die kannst du aus der Erfahrung lernen, die kannst du auch von anderen lernen. Ja, wir machen das ja schon seit 10 Jahren, wir wissen, wovon wir reden. Aber das Wichtigste ist, dass du dich in das Leben begibst, dass du nicht zu Hause sitzt und dass du nicht darauf wartest, dass dir irgendwas in den Schoß fällt. Das ist echt das Allerwichtigste. Mein größter Impuls an dich, geh und genieße. Ich helfe dir dabei, sehr gerne, im Podcast, auf Instagram, falls du eine Frage einsendest, hier auf YouTube oder in der Flirttyp Charisma Analyse. Falls du den Podcast noch nicht gehört hast, in der Beschreibung findest du den Link und ich freue mich auf dich. Und wenn wir uns persönlich hören sollen, dann machen wir das in der Flirttyp Charisma Analyse. Und die bekommst du hier.